Hallo meine Liebe, mein Lieber, ich grüße dich hier einmal ganz, ganz herzlich zu den Tagesbotschaften. Zuerst einmal vielen lieben, recht herzlichen Dank an jeden einzelnen von euch hier. Ein riesengroßes Dankeschön. Ich möchte ganz gerne hier ein, zwei Fragen beantworten, bezogen auf das Fleisch zu essen. Nein, ich esse natürlich kein Fleisch. Des Weiteren zu der Frage in der Konstellation, was sich in den Tagesbotschaften hier gezeigt hat. Am gestrigen Tag ging es darum, in einer gefährlichen Liebe zu sein. Einmal kurz dazu. Es ist immer so, dass du das bei der Legung direkt spürst, ja? Wenn gewisse Fragen auftauchen, dann ist es meist so, dann ist diese Legung nicht für dich, ja? Wenn gewisse Themen unverständlich sind. Es kann hier leider nicht jeder damit in Resonanz gehen. Das sind meist Gruppen. Dann bist du wahrscheinlich beim nächsten Mal dabei, ja? Was die gefährliche Liebe beinhaltet, was wir da hatten, ging es darum, dass einer von euch beiden, entweder du oder dein Gegenüber, in der Öffentlichkeit steht, ja, und dann ist es ja immer ein Thema, wenn man noch in einer Verbindung ist, das heißt in einer heimlichen Liebe ist, ja, und da gerade eine Trennung vonstatten geht, dass natürlich Gefahr läuft, dass er an die Öffentlichkeit geht, ja. Einmal das, des Weiteren könnten kulturelle Themen ein Hintergrund sein, ja, wo es natürlich sein kann, dass diese Liebe eine Gefahr darstellt für Eltern, gewisse Themen hier. Aber wir hatten hier insbesondere die Öffentlichkeit, ja, und da schau du bitte einmal für dich. Ich bedanke mich, starte jetzt direkt einmal mit den Tagesbotschaften. Was darf dich hier heute, sprich ab morgen, je nachdem wann du diese Botschaft erhältst, ab dem 1. hier erwarten, was möchte sich hier zeigen für dich? Ich starte jetzt. Alle Kartendecks sowie diverse andere Sachen, die ich hier anbiete, findest du einmal in meiner Infobox sowie auf meiner Website. Dankeschön. Wir haben den Teufel. Wir haben den Narr. Und wir haben die Königin der Stäbe. Der Herrscher, die Gerechtigkeit und wir haben die Sechs der Erde. Eine Karte möchte noch vor. Wir haben die Wolken, wir haben den Fuchs, wir haben den Brunnen, den Turm. Schau, dass du das hier auch sehen kannst. Das Buch, die Störche, den Kompass und den Anker. Eine Karte ist runtergefallen. Wir haben den König der Kelche. Wir haben den Ritter der Schwerter. Und wir haben den Wagen. Wir haben die Hochzeit. Gib dir Mühe. Lass Kontrollthemen los. Und wir haben religiöse Fakturen. Wir haben hier wieder Beobachtungen. Der heimliche Verehrer ist gefallen. Oder Verehrerin, je nachdem wie du hier schaust, auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt. Und wir haben eine Karte auf ewig. Wir gehen einmal weiter auf den 2.11. Wir haben die 10 der Schwerter und wir haben den
Herrscher. Die drei der Erde, wir haben hier wieder ein Thema, was mit Öffentlichkeit zu tun hat. Der Ritter des Wassers. Und wir haben die drei des Feuers. Noch eine Karte. Zwei. Wir haben die Lilien. Wir haben den Baum. Wir haben die Mäuse. Wir haben die Berge. Die Schlange. Den Hund. Die Zeit. Die weibliche Hauptperson, den Stern, ich glaube, du kannst das so nicht mehr sehen, ich schiebe das noch ein wenig hier rüber, wir haben die Sonne, die Brücke, die schnelle Kommunikation, die Reiterin und wir haben das Labyrinth. Noch eine Karte. Der König der Münzen. Der Mond. Die Acht der Kelche. Und wir haben die Acht der Stäbe. Gib deiner Beziehung eine Chance. Romantische Gefühle. Vertrauen. Ein Geheimnis. Nur die Liebe wird dich befreien. Verspieltheit. Erfolg. Und wir haben wirf all deine Bedenken über Bord. So, meine Liebe, mein Lieber, ich starte jetzt einmal für dich. Was möchte sich hier zeigen? Irrelevant, wie du hier schaust. Ja, wir haben hier ganz klar an diesem Tag, so wie am weiteren Tag, hier geht es um Geheimnisse, ja, eine heimliche Liebe, ähnliches. Schau bitte für dich. Ich gehe jetzt für dich einmal in die Deutung. Hier geht es ganz klar mit der Karte des Teufels. Ja, hier geht es um eine gewisse Abhängigkeit, um diverse Suchtthematiken. Ja, hier möchte man sich befreien. Aus einer Verbindung, wo man bislang abhängig war. Entweder du wirst dich hier befreien oder dein Gegenüber. Ja, hier geht es ganz klar um eine heimliche Verbindung zwischen euch. Denn wir haben mit dem Namen die Freiheit. Man strebt jetzt die Freiheit an. Man möchte sich hier unabhängig machen aus dieser Verbindung, wo man derzeit drin steckt. Ja? Und wir haben die Königin der Stäbe und hier geht es entweder, wir haben den Ritter, wir haben den König der Münzen hier einmal, hier könnte es um materielle Themen gehen, ja, wobei ich das hier ganz stark bekomme, aber auch um dich als weibliche Person, ja. Hier haben wir die weibliche Hauptperson aus dem Lennon-Deck. Solltest du von Frau zu Frau schauen, Mann zu Mann schauen, bitte ich dich diesbezüglich einmal umzudenken. Und hier geht es ganz klar darum, man möchte sich hier unabhängig machen, ja. Unabhängig, befreien, man macht sich hier auf den Weg. Entweder als weibliche oder als männliche Person, da sich hier einmal die Königin der Stäbe gezeigt hat, ja, und der Narr, ja. Also hier geht es um Unabhängigkeit, um hier bereit zu sein für die Zukunft, ja,
Man möchte sich befreien, unabhängig gewissen Themen der Abhängigkeit. Vergiss bitte nicht, der Teufel hat sich hier gezeigt. Ja, also hier ist man definitiv in einer Verbindung abhängig. Ja. Eine Person agiert hier toxisch. Ja. Man ist hier in einer toxischen Verbindung. Das kann ich dir so schon einmal sagen. Ja. Des Weiteren zeigt sich hier einmal, dass du hier ganz klar beobachtet wirst. Entweder wirst du hier beobachtet. Wir haben ganz klar Themen mit der 8 der Kelche. Ja. Mutter, Schwiegermutter, Familienunternehmen, ähnliches. Wir haben auch kulturelle Kreise hier einmal. Man wird hier definitiv beobachtet. Ja. Des Weiteren haben wir aber auch den heimlichen Verehrer. Du wirst hier definitiv von deinem Wunschpartner, Wunschpartnerin, je nachdem wie du hier schaust, man beobachtet, ja, über Social Media bekomme ich hier, man versucht etwas herauszubekommen, aber auch in einer Verbindung. Man wird hier in dieser Partnerschaft, Ehe, man wird hier verfolgt, ja, man wird hier beobachtet. Es könnte sein, dass man hier ein Firmenunternehmen zusammen hat, dass man da nochmal Freunde beauftragt, falsche Freunde, die hier einen beobachten sollen. Man beobachtet hier aus naher Distanz. Ja, davon kannst du ausgehen. Und da möchte man sich jetzt unabhängig machen. Du als weibliche Person, ja, scheinst hier sehr spirituell zu sein. Du schaust hier in deine Kraft, das hatten wir in den letzten Tagen schon, ja, dass du hier auf gewisse Themen kommst, dass hier falsche Freunde am Werk sind. Ja. Und wir haben den Herrscher. Man möchte jetzt aus dieser Position hier raus, ja, dass andere Macht über einen haben. Man bekommt jetzt die Kraft über sich selbst aufgrund dessen, da man sich hier aus dieser Verbindung befreit. Ja, man setzt hier etwas in Bewegung einmal mit der Karte des Herrschers. Die Karte repräsentiert auch einmal, dass die männliche Person sowie die weibliche Person jetzt absolute Macht hier über eine Situation bekommt, ja. Dass einem etwas bewusst wird, immer klarer wird, ja, warum gewisse Themen immer wiederkehrend sind, sei es in Partnerschaften, sei es im Beruflichen, dir wird jetzt absolut bewusst, ja, aber auch der männlichen Person, dass man hier immer wiederkehrenden Kreisläufen hier irgendwo drin steckt, das heißt immer wiederkehrende Muster, wo du dich drin befindest, ja. Wir haben die 6 der Erde. Und ich bekomme hier ganz klar, da wir den Wagen haben, den Ritter der Schwerter und den Ritter der Kelche. Ja, hier kommt etwas in Bewegung. Ich habe auch die Karte der Vorbereitungen. Ja, du darfst hier in die Vorbereitungen gehen. Schau bitte einmal für dich individuell. Hier geschieht etwas. Ja, etwas sehr, sehr Positives mit der 6 der Erde. Du bereitest dich hier auch schon vor, ja. Entweder in dieser Partnerschaft bereitet man sich vor, hier in den Neuanfang zu gehen. Der Neuanfang ist fest verankert, ja. Die Liebe zwischen euch ist fest verankert. Denn wir haben ganz klar hier die Karte romantische Gefühle. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden, ja. Und wir haben die Karte, wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Also du kannst davon ausgehen, dass man hier in den Vorbereitungen ist, ja, sei es in einer Trennung, das heißt, man ist hier in einer Verbindung, ja, man hat hier sehr, sehr viele Heimlichkeiten, entweder die noch Partnerin hat hier sehr, sehr viele Heimlichkeiten, dass hier Themen sind, was hier nicht an die Öffentlichkeit darf, ja, und hier geschieht etwas, wo etwas öffentlich gemacht wird, ja, das ist schon in den ganzen Tagen so, dass ich das bekomme, dass man hier etwas an die Öffentlichkeit bringen möchte, ja. Also ich bekomme hier mehrere Themen einmal und ich bekomme auch bewusst hier, dass es um Besitztümer geht. Die 6 der Erde spricht ebenfalls von Gerechtigkeit, die Karte der Gerechtigkeit. Also es sind sehr hohe Karten, da wir einmal hohe Arkane. Wir haben den Herrscher, wir haben die Gerechtigkeit. Nicht nur, dass du hier beobachtet wirst oder dein Gegenüber hier beobachtet wird, sondern ganz klar auch nochmal mit der 6 der Erde. Es geht hier um Gerechtigkeit, dass hier jetzt in dieser Verbindung, ja, hier so viele Heimlichkeiten sind, dass jetzt Gerechtigkeit walten wird. Ja, hier wird von oben definitiv eingegriffen. Denn es geht darum, dass hier diese Person, ja, oder gewisse Leute hier in dieser Verbindung, die hier Machenschaften ausüben, ja, dass diese aufgrund dessen, dass etwas ans Licht kommt,
Wir haben hier das Buch, ich hatte das verkehrt rum hingelegt. Wir haben hier das Buch und hier kommt etwas an die Öffentlichkeit. Das Buch ist mit der offenen Seite zu der Institution, das heißt zum Turm. Ja, etwas wird hier gravierend öffentlich gemacht. Es könnte sich um Diebstahl handeln, es könnte sich im Beruflichen, dass ständig hier Menschen gedeckt wurden. Ja, also hier gibt es schon Themen, wo wirklich hohe Institutionen, hier machtvolle Institutionen plötzlich zusammenbrechen. Warum? Da wir Themen haben des Hinterhaltes. Ja, hier wird etwas sehr, sehr lange schon versteckt, ja, im Verborgenen. Nicht nur in einer Verbindung, dass hier etwas verborgen gehalten wird, sondern hier sind wirklich wie machtvolle Clans. Ja? Dass man, wir haben den Freund hier, treuen, loyalen Freund, der sich hier bei dir auch einmal repräsentiert als weibliche Person. Und wir haben hier ganz klar noch andere Machenschaften. Das heißt, Familienunternehmen, ja, oder wenn du im Beruflichen schaust, dass du das hier nicht mehr deckst. Du deckst es nicht mehr. Ja? Du siehst diese Falschheiten hier nicht mehr ein. Hier kommt die Wahrheit jetzt ans Licht. Ja? Es kommt hier ganz klar etwas in Bewegung. Wir haben den Wagen. Ja? Und es ist hier auch schon hinter den Kulissen. Hier geschieht etwas. Ja? Aufgrund dessen, da das oben hier eingreift. Dein Gegenüber oder du möchtest dich hier endgültig einmal unabhängig machen. Hier steht man unter ständiger Kontrolle. Wir haben die religiösen Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg stark beeinflusst. Ja, das heißt, dass du hier einmal kulturelle Hintergründe hast, dass du hier in einer Thematik bist, entweder dein Gegenüber oder du kommst aus einem anderen Kulturkreis. Es könnte sein, dass man hier in einer Verbindung ist, ja, dass man hier verheiratet wurde, ja, und das immer im Geheimen hielt, dass hier gar keine Liebe vorhanden ist. Hier das nicht an die Öffentlichkeit bringen durfte, ja, und das wird jetzt einmal ganz klar ein Thema sein, ja, dass hier etwas in Bewegung kommt und dass man sich hier trennt. Ich bekomme hier wirklich eine heimliche Liebe, dass du hier in einer Verbindung bist, ja, raus möchtest, da dieses hier nicht gegeben ist, bei dir oder bei deinem Gegenüber. Du bist hier mit einer heimlichen Liebe einmal und das wird jetzt ganz klar in die Kontrolle gebracht, ja, denn du wirst hier immer und immer wieder kontrolliert. Man wird hier kontrolliert in dieser Verbindung, ja, und jetzt kommst du mehr oder weniger in deine Erleuchtung. Aufgrund dessen möchtest du hier raus, weil du merkst, dass hier immer und immer mehr Machenschaften hier rauskommen, ja. Gib dir Mühe, große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst, ja, und das tust du hier schon die ganze Zeit, auch dein Gegenüber, ja. Wenn du hier für die männliche Person schaust, man verdrängt das jetzt nicht mehr, diese teuflischen Machenschaften, ja. Dass es hier entweder nur ums Geld ging, dass hier Themen waren, wo hier Geld unterschlagen wurde, ja. Also man geht jetzt hier raus, man befreit sich, ja. Ich bekomme das auch bewusst, wie, dass man mit dem ganzen Desaster hier nichts mehr zu tun haben möchte. Man möchte sich endgültig hier befreien, man möchte absolut in den Neuanfang. Ja, man hat hier keine Lust mehr, dass immer wiederkehrende Situationen sind, ja, sei es in Verbindungen, die hier geschlossen werden. Also hier geschieht etwas, dass man endlich dazu steht, zu seiner Liebe auch steht, ja. Denn hier geht es um Freiheit. Man hat hier den Drang, sich frei zu machen aus einer toxischen Verbindung. Ja, die wir hier ganz klar sehen können. Man hat den Drang auch im Beruflichen, ja, dass alles, was hier versteckt wurde, wo es Heimlichkeiten gibt, wo man immer schweigen musste. Ja, hier gibt es Geheimnisse, was wir hier auch schon haben, ja, wo man immer schweigen musste. Das tut man sich jetzt nicht mehr an. Man geht seinen Weg, ja, und ich bekomme hier auch, dass man mit nichts geht. Man geht und schaut, dass man sich hier klar dem Neuanfang widmet, ja. Dann haben wir den Ritter der Kelche und den Ritter der Schwerter. In dieser Position, ja, ich bekomme die Karten auf eine Person, der Ritter der Schwerter.
So ist dein Gegenüber oder du bislang hier, so warst du in der Aktion, ja. Du hattest hier die Augen verschlossen, du hast nichts gesagt, ja. Du hast geschwiegen, du hast hier innegehalten wie ein zues Buch, ja. Du hast nie den Mund aufgemacht, ja, sei es in der Firma, sei es in der Familie hier, ja. Und jetzt geht es darum, dass du jetzt klar siehst, den klaren Blick hast, klar fokussierst, du möchtest hier absolut in den Neuanfang oder dein Gegenüber. Man möchte sich hier befreien. Und der Ritter der Kelche möchte dich hier den Kelch überreichen. Wir haben hier ganz klar mit dem Fuchs Hinterhalt durch die Familie. Ja? Wir haben hier die Unklarheiten. Ja? Also ich bekomme schon das aus familiäre Themen, ja? Dass hier etwas geschieht, wo man sprachlos ist. Ja, und hier geht es um Mutter, Schwiegermutter, Schwester, also wirklich ganze Familien, die hier irgendwo dazu gar nichts mehr sagen können, ja, bekomme ich, wo bislang immer blockiert wurde. Ja. Also es hat hier sehr viel mit Familienclan zu tun, ja, bekomme ich hier bewusst aus kulturellen Kreisen. Denn wir haben hier ganz klar, ja, dass man hier auch das Familiäre hier, dass man das in Kauf nimmt, dass es in den Verlust geht. Ja, wir haben den Verlust hier einmal und wir haben hier gravierende Themen, wo hier Sachen einmal an die Öffentlichkeit gelangen. Ja, wir haben hier tiefe Themen, wo wirklich lange Zeit, aber wirklich einen langen Zeitraum hier etwas versteckt wurde. Ja. Wir haben hier auch ganz klar die Familie, die starken Verwurzelungen mit der Familie, ja. Aber das bekomme ich hier wirklich im negativen Sinne, da die Familie aus dem Hinterhalt agiert, ja. Dass sie noch nicht mal zu deinem Gegenüber hält, das heißt zu dem König der Münzen, sowie zu dem Ritter der Kelche, ja. Denn ich bekomme es als eine Person, ja. Solltest du hier für eine Dreieckskonstellation schauen, dann ist es wirklich so, jemand kommt hier aus der Vergangenheit zurück. Denn wir haben den König der Münzen und wir haben mehrere Personenkarten hier. Und wir haben den Ritter der Kelche. Ja? Also schau bitte einmal für dich. Und hier kommt jemand aus der Vergangenheit zurück. Ja? Aber da solltest du wirklich schauen, dann bist du gebeten hier, was ich noch bekomme, dass hier derjenige, der aus deiner Vergangenheit zurückkommt, ja, hier geht es um immer wiederkehrende Themen, hier geht es um Heimlichkeiten, Heimlichkeiten, Co-Abhängigkeiten, ganz klare Suchtthematik hier, ja, und es könnte sogar sein, ich bekomme auch eine Suchtklinik, ja, also hier geht es um Themen, wo die immer wiederkehrend sind, ja, sollte dein Gegenüber, der jetzt aus der Vergangenheit zurückkommt, in einer Co-Abhängigkeit sein. Ja, also hier sind Themen, die immer wiederkehrend sind. Ja? Und diese Person ist auch noch in einer Verbindung. Davon kannst du ausgehen. Ja? Denn wir haben auch die feste Verankerung. Man möchte sich hier neu justieren einmal. Aber aufgrund dessen, da sich hier die Schlange noch zeigt, ja, und Themen hier. Es könnte sein, dass man in der Vergangenheit, das möchte man hier auch offenlegen, ja, dass man hier eine sich aus seiner Sucht mehr oder weniger befreit hat, ja, dass man in einer Klinik gewesen ist, ja. Weiter weg bekomme ich hier auch einmal, dass man hier eine Therapie gemacht hat, ja. Irgendwas in dieser Art und Weise wird dein Gegenüber, dieser Mensch, der jetzt aus deiner Vergangenheit kommt, dir einmal näher bringen, auch familiäre Themen, ja, dass man aufgrund dessen verhindert war. Hier gilt es aber wirklich, solltest du in einer 3x4x-Konstellation schauen, ja, dass du hier bitte einmal gewarnt bist, denn hier gibt es noch Themen in einer Abhängigkeit, das bekomme ich bewusst, ja, wir haben den Teufel und wir haben den Narren, also man hat sich hier noch nicht befreit, ja, man steckt immer noch in dieser Suchtthematik, sei es Alkoholsucht, Drogensucht, familiäre Abhängigkeiten, ja, also schau bitte einmal für dich und hier haben wir die immer wiederkehrenden Kreisläufe, die hier wiederkehrend sind, aber du schaust absolut als weibliche Person in deine Klarheit. Ja, du schaust in deine Macht, in dein volles Bewusstsein. Wir haben hier dich als weibliche Person. Einmal du schaust in den Stern, in diese Wunscherfüllung auch. Aber auch, dass du von dem Universum, von dem Göttlichen hier geleitet wirst, dadurch auch sehr, sehr viel Kraft hast. Du bist in hier sehr, sehr schwierige Wege auch gegangen. Ja? Hast jetzt auch gravierende Themen noch mit falschen Freundschaften.
Also schau bitte einmal für dich, bekomme hier mehrere Szenarien. Ich werde das Ganze hier noch einmal wiederholen, also bitte schau hier, was für dich stimmig ist. Solltest du in einer Konstellation sein, ja, dass in einer Dreieckskonstellation du dich hier in einer heimlichen Liebe befindest, kannst du ganz klar davon ausgehen, hier wird man etwas öffentlich machen, ja. Hier befreit man sich aus dem Thema. Es könnte auch sein, dass du hier in einer Verbindung bist, in einer Partnerschaft und du befreist dich jetzt. Du schaust absolut in deine Klarheit, in deine Kraft. Ja, du erhältst hier auch in den kommenden Tagen sehr viel Kraft, um hier diese Verstrickungen einmal dich zu lösen. Das bekomme ich einmal. Also hier geht man mit Kraft voran und wird sich hier lösen aus dieser Verbindung. Ja. Es könnte sein, dass diese Verbindung auch nur besteht aufgrund dessen, dass hier Familieneinflüsse natürlich sind, da die Familie mitgeredet hat, ja, Schwiegermutter, Mutter, das alles muss so sein, ja. Ich bekomme hier sehr viel die Moral auch wieder, da wir insbesondere die religiösen Faktoren haben, aber auch natürlich sehr, sehr große Familien bekomme ich hier auch, ja. Und da ist es so, da möchte man sich wirklich befreien und dies natürlich an die Öffentlichkeit bringen. Im Beruflichen gibt es sehr, sehr viele gravierende Themen. Ich kann dies leider hier nicht ausweiten, ja. Da ist speziell auf der Liebe hier, da solltest du bitte schauen, hier kommt einiges ans Licht. Und ich sagte in den vergangenen Tagen schon, dass hier große Firmen auch in den Ruin gehen, ja, aufgrund gewisser Themen. Wir haben rückläufigen Merkur derzeit und hier sieht man große Machenschaften einmal. Ja, das kann ich dir hier schon einmal sagen. Und es könnte sein, dass du hier von gewissen Themen weißt und dies natürlich in der Verschwiegenheit hältst und das schon seit vielen Jahren und dass du das nicht mehr zulässt. Ja, das bekomme ich hier mit den beiden Tagen einmal. Des Weiteren haben wir auf ewig, respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Ja? Und hier möchte man respektvoll auseinandergehen. Ja? Aber ich bekomme auch ganz klar, dass es hier so weit vorangeschritten ist in dieser Verbindung, dass es hier schon an Respektlosigkeit ausartet, ja, sehr, sehr viele Themen, Streitigkeiten, ständige Beobachtungen, ja, es könnte sein, dass ihr hier zusammen einmal arbeitet, dass Freunde hier noch drauf achten, falsche Freunde, ja, dass man das nicht mehr aushält, ja, und hier sich auf den Weg macht, wir haben den Nahen und das steht hier ganz klar für Befreiung, aufgrund dessen, da wir auch hohe Arkane haben, ja, den Wagen. Wir haben mehrmals die Gerechtigkeit, wir haben hier das Universum. Ja, also schau bitte, hier greift definitiv das Universum ein. Auch wenn ihr räumlich getrennt sein mögt, eure Seelen sind stets vereint, die Liebe überwindet Raum und Zeit, ihr werdet euch nicht vermissen. Ja, und hier ist es wirklich so, dass jemand aus der Vergangenheit wieder auf dich zukommen möchte. Wir haben hier die räumliche Trennung, ja, wir haben hier einmal die Berge, die für eine gewisse Distanz zwischen euch stehen, wenn ihr weiter weg voneinander einmal wohnt und du wirst hier ganz klar heimlich beobachtet, ja. Das aber auch schon seit einem längeren Zeitraum, davon kannst du ausgehen. Ich gehe einmal weiter auf den darauffolgenden Tag. Hier wird es einem auch immer bewusster, ja, mit der Familie, dass hier Mutter, Schwiegermutter, Freunde, ja, falsche Menschen hier agieren und hier kommt einiges ans Licht, ja. Diese Heimlichkeiten, ich sagte ja hier schon am heutigen Tag, morgigen Tag, je nachdem, wenn du das schaust, ja, dass hier Geheimnisse einmal ans Licht kommen, alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Und hier haben wir die Karte bei familiären Themen, ganz klar die 10 der Schwerter und hier steht es wirklich für Tod, Schmerz, Widrigkeiten, ja, hier ist etwas in den Verlust gegangen. Man hat hier absolute Reue, man bereut hier, bekomme ich, mit den Energien. Hier auch in dieser Verbindung oder eben auch die Familie gehabt zu hören, ja. Man ist voller Schmerz, ja. Man hat hier sehr, sehr viele Kummer. Man ist hier in der absoluten Blockade gewesen, ja. Denn ich bekomme es schon derzeit noch, aber es geht raus, ja, da wir hier die Klarheiten auch haben. Wir haben hier die Sonne und die Macht. Also mit den 10 der Schwerter geht es hier wirklich um ein Ende, dass man jetzt ein Ende macht dieser ganzen Erschöpfungen, ja. Und man gibt hier wirklich der Familie auch Schuld, ja. Also ich bekomme sehr, sehr viel Schuldanerkennung, Schulderkenntnisse auch. Und wir haben den Herrscher, den wir hier auch haben, ja.
Nochmal eine Huracana an beiden Tagen, bedenke das bitte. Und hier geht es darum, dass du oder dein Gegenüber jetzt die Verantwortung dafür übernimmst, ja, hier aus dieser Verbindung rauszugehen. Ja. Ich bekomme mehr die männliche Person, dass man hier jetzt Macht über sich selber hat, zum Herrscher agiert, ja, hier das beendet, absolut rausgeht, die Macht über sich selber wieder erlangt, ja. Und hier geht es auch darum, dass man hier die ganze Zeit nur durchgehalten hat. Durchgehalten hat, wofür? Für die Familie. Ja, für die Familie, Kinder, um hier eine Verbindung aufrechtzuerhalten, in der Öffentlichkeit hier den Schein zu wahren. Ja? Denn wir haben auch hier die drei der Erde. Und hier geht es ganz klar um die Öffentlichkeit. Ja? Hier haben wir wieder Themen, dass man durch die Öffentlichkeit bekomme ich mehr oder weniger stranguliert. Ja? Also ich bekomme hier bewusst, dass man hier öffentlich möchte man jemand fertig machen. Und hier ist es einmal so, dass natürlich Themen sind, die aus dem Hinterhalt agieren. Ja, und dafür stehen einmal die Beobachtung, die wir hier schon hatten, die sich hier auch gezeigt hat. Der Ritter des Wassers steht hier absolut für Stillstand. Man hat in der Vergangenheit ja, sich so einen Panzer schon zugelegt aufgrund Familie, Verbindung, Kinder, religiöser Faktoren und aufgrund dessen, da man hier in dem Stillstand war und immer auf die Familie gehört hat, ja, auf die Partnerin gehört hat, Schwiegermutter gehört hat, ja, hier selbst keinen freien Willen hatte, bekomme ich, hier zugemacht hat, ja, da man klar und strukturiert vors Leben, durchs Leben gegangen ist. Der König der Münzen, der hier immer auf das Materielle bedacht war, ja. Und das heißt hier ganz klar, dass man hier in einem Thema ist, wo man hier gemeinsam eine Firma aufgebaut hat, vielleicht noch zusammenarbeitet mit Partnerin, Partner, ja, gewisse Freundschaften, wo man jetzt auch merkt, dass die einen nicht zu einem halten, ja, und das geht jetzt ganz klar in den Verlust. Man bekommt jetzt die Augen geöffnet, ja, und das hatten wir schon in den vergangenen Tagen. Und hier stand jemand still, aufgrund dessen, da man das nicht sehen wollte. Ja, man ist hier mehr oder weniger blind durch die Gegend gegangen. Ja. Man hat auch gar nicht gemerkt, dass es hier eigentlich entweder um die Besitztümer geht. Ja, es könnte sein, dass es sich hier um viel Geld handelt, dass man hier in einer Verbindung ist. Denn wir haben absolut hier die Schlange, die hier einmal für die Gifte, aber auch falsch halten in der Verbindung steht, ja, und hier geht es darum, dass man hier nur wegen des Geldes einmal in dieser Partnerschaft war und das kommt jetzt hier, ja, bei deinem Gegenüber, man erwacht, man kommt in dieses absolute Erwachen. Man ist hier mit der 3 des Feuers, zeigt sich auch nochmal als Stillstand, ja, man ist hier wie regungslos, ja, durch diese ganzen Themen. Ich bekomme aber auch, dass man hier in einer Partnerschaft, ja, dass entweder die Partnerin oder Partner, ja, je nachdem, wie du hier schaust, ich gehe davon aus, dass du für deinen Wunschpartner schaust, ja, dass man hier in dieser Verbindung immer und immer wieder versucht, ja, die männliche Person von sich zu überzeugen, ja. Und das natürlich, man umschlängelt die männliche Person. Ja, vergiss bitte nicht, wir haben die Schlange, toxische Verbindung. Wir haben den Teufel, der hier auch dafür steht, dass man nochmal in Versuchung geraten wird. Ja, aber die männliche Person ist absolut regungslos. Ja, also schenkt hier in dieser Verbindung, was wir hier haben, keine Beachtung mehr. Ja. Da man ganz klar hier den Neuanfang mit dir als weibliche Person anstrebt. Ja, man möchte hier raus. Einem wird bewusst, dass diese Verbindung hier nur aus materiellen Dingen bestand. Ja.
Also wir haben hier ganz klar familiäre Themen, dass jetzt in die Heilung geht. Ja. Sehr, sehr viele Sorgen blockiert aufgrund, dass man hier in einer Verbindung war, blockiert, dass man sich immer und immer wieder hier eingelassen hat, ja, auf falsche Freunde, Gifte, toxische Verbindungen, ja. Hier auch diese Wege, es hat sich sehr, sehr lang für dich gezogen als weibliche Person, ja. Aber du liegst hier direkt, die Kommunikation liegt unter dir und du bekommst jetzt, ja, nach langem Wartens auch, ja, bekommst du hier eine Nachricht von deinem Gegenüber. Eine sehr, sehr positive Nachricht, eine Liebesnachricht. Es könnte auch sein, dass dich hier ein Geschenk erwartet, ja. Und da kommst du absolut in deine Erfüllung, ja. In deine Kraft, in diese Wärme, in diese Geborgenheit. Du bekommst hier eine Nachricht, die sehr, sehr tiefgründig auch ist. Ja? Wir haben hier auch mehr oder weniger die Tiefe, die Wunscherfüllung. Ja? Wir haben die Karte romantische Liebe. Deine Gefühle sind echt und wert, näher erforscht zu werden. Und das wird dich jetzt per Nachricht einmal erreichen. Ja? Man möchte dich näher kennenlernen. Gib deiner Beziehung eine Chance, arbeite an deiner Partnerschaft, ja. Und das sagt mir hier ganz klar aus, dass diese Person hier, die männliche Person, die sich hier gezeigt hat, der Ritter der Münzen, ja, aufgrund dessen, zugunsten der Familie, ja, wollte man nochmal das Ganze, die Thematik hier natürlich friedlich beenden. Ja, und hier haben wir die Versuchung, die Drei des Feuers. Wir haben mehrmals die Versuchung, ja, dass die männliche Person hier absolut regungslos ist. Dass sie merkt, dass es einfach nicht mehr geht, dass man hier absolut blockiert ist. Ja. Man möchte auch nicht mehr, dass man der Familie einen Gefallen tut, aufgrund dessen, dass man hier den Schein wahrt, ja, in der Öffentlichkeit, im Außen, möchte man sich befreien. Ja. Und wir haben das Vertrauen, diese Situation fordert dich auf, in Geduld zu üben. Ja. Und du hast dich hier sehr, sehr lange geduldet, bekomme ich auch. Du bekommst hier definitiv eine Nachricht. Mit den 8 der Stäben haben wir hier ganz klar, dass etwas in Bewegung kommt. Ja. Vielleicht bekommst du hier, wirst du eingeladen auf eine Reise. Ja. Also hier kommt es zu einem Treffen, hier kommt etwas absolut in die Bewegung. Ja. Dafür steht die 8 der Stäbe. Und wir haben ja auch ganz klar hier mit der Karte, der nah, ja, dass man hier jetzt spontan wird, ja, man hat regelrecht den Drang, dir näher zu kommen, man verspürt jetzt diesen Drang zu dir, ja, aufzubrechen, hier in neue Ufer zu gehen, etwas Neues anzufangen, ja, man möchte sich komplett neu ausrichten, ja, aber du als weibliche Person, ja, du beendest hier deinen ewigen Kreislauf, ja, mit der Karte des Nah. Bislang war die männliche Person hier, ja, moralisch blockiert. Bedenke bitte, wir haben mit der Karte der Ritter des Wassers. Ja, man hat hier einen Panzer. Man hat hier nichts gesehen, genauso wie mit dem Ritter der Schwerter. Man hat die Augen verschlossen gehabt. Man konnte einfach nichts sehen. Warum? Weil man immer und immer wieder umgarnt wurde in der Partnerschaft. Ja? Vielleicht auch hat es die Partnerin versucht, wir haben die Lilien, die stehen hier auch für sexuelle, für sehr, sehr viel Leidenschaft, ja. Und ich bekomme mit dem Teufel in Kombination mit der Karte die 3 des Feuers und diese Karte, dass man es hier wirklich immer und immer wieder versucht hat, die männliche Person von sich zu überzeugen, ja. Warum? Damals hier natürlich ganz klar, denn ich bekomme sehr viele Finanzen hier, ja. Damals natürlich ganz klar bei dem König der Münzen hier um das Finanzielle ging, ja. Und da bewegt sich etwas, ja, wir haben auch hier den Wagen, wo etwas in Bewegung kommt. Und hier ging es einfach nur um die Moral, ja, man hatte hier Reue, man hatte gewisse Bedenken, ja, in diese Partnerschaft, ja, moralisch gesehen darf man das hier nicht aus dieser Verbindung gehen, es könnte sein, dass dein Gegenüber hier aus einem anderen Kulturkreis stammt, ja, und dann bricht man diese Verbindung natürlich nicht, ja. Und jetzt kommt man immer und immer mehr in dieses Bewusstsein, dass es hier, man wollte zwar nicht die Familie enttäuschen, ja, aber man hält jetzt hier nicht mehr hinterm Berg. Ich bekomme auch, dass man hier Berge versetzt, ja, hier aus dieser Situation zu gehen, ja, man lässt sich hier nicht mehr aufhalten, ja.
Dein Gegenüber zeigt sich hier als treue, loyale Person. Es könnte auch sein, dass man hier, dass ihr länger keinen Kontakt hattet, ja. Man hat das hier verdrängt, ja. Man hat versucht, es zu verdrängen. Man hat das im Geheimen gehalten, das mit dir. Jetzt wird einem bewusst, da wir hier die klare Kommunikation haben, dass man das nicht mehr im Geheimen halten kann. Und bei dem einen oder anderen ist es wirklich so, dass man hier auch die Wahrheit sagt, dass man hier in einer heimlichen Liebe auch ist. Ja. Indem wir die Karte haben, das Geheimnis wird offenbart werden und wir haben, wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Und das wird man dir jetzt näher bringen, dir als weibliche Person kommunizieren. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf ganzer Linie geben und hier geht es in den absoluten Erfolg. Sagt mir aber auch ganz klar, dass es hier um eine Familie geht oder eben bei dir und deinem Gegenüber, wo man absolut nur den Erfolg angestrebt hat. Ja. Und das natürlich in dem Sinne dann auch angezogen hat in dieser Verbindung. Ja. Und diese Person versucht hier, die männliche Person hier natürlich noch zu halten. Ja, das bekomme ich. Wir haben hier die Befreiung, die absolute Befreiung, dass sich jemand auf den Weg macht. Nur die Liebe wird dich befreien, lass all das Alte los, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Ja, und hier befreit man sich. Man lässt dieses Thema los. Da es hier von einer Seite sowieso keine Liebe war. Und das kommt jetzt bei deinem Gegenüber in das vollste Bewusstsein. Und wir haben, Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Ja, diese Verspieltheit. Diese romantische Verspieltheit. Und wir haben noch eine hohe Karne, der Mond. Ja. Es könnte sein, dass du hier, da du neben dem Stern liegst, hier hoch spirituell bist. Ja. Schau bitte einmal für dich rein, intuitiv, weißt du hier von diesen ganzen Themen. Ja. Aber auch, dass man hier in das absolute Erwachen kommt. Ja. Hier schlaflose Nächte auch hat. Ich bekomme, man spürt sein Gegenüber hier rein intuitiv. Ja. Und aufgrund dessen kann man hier in diesen ganzen Themen, sei es durch die Familie, sei es durch die Partnerschaft, ja, wird man hier dieser Person nicht mehr dienen. Ja, ich bekomme bewusst dienen, denn wir haben ganz klar das Thema hier Finanzen. Ja, man hat sich ja immer und immer wieder hier überreden lassen. Ja, also man ist in dieser Verbindung geblieben, da man hier natürlich absolute Sicherheit hat. Ja, hier hatte man die absolute Sicherheit. Ja, in dieser Verbindung. Betonung auf hatte. Und da kommt natürlich das volle Bewusstsein jetzt. Und wir haben ja auch ganz klar die Themen, die Moral, ja, und den Respekt hier, ja. Dass man aus gewisser Moral hier miteinander geblieben ist, ja. Im Grunde genommen wurden jetzt deinem Gegenüber erst die Augen geöffnet, ja. Ich bekomme hier noch an diesem Tag, ja, dass du hier in dieser gewissen Warteposition warst, dass hier lange keine Nachrichten auf dich zukamen, ja. Und das hat etwas mit der Verbindung deines Gegenübers zu tun. Ja. Da man hier beobachtet wird, ja, da man hier Freunde auch eventuell aufgehetzt hat, hier zu beobachten, entweder dich als weibliche Person oder eben in der Firma, ja, oder in der Partnerschaft deines Gegenübers, ja, ist man hier ganz klar in einer Partnerschaft, so wie es die Konstellation hier zeigt, ja. Und dass man da natürlich auch Freunde natürlich geschaut hat, schau doch mal, ja, was er oder sie hier tut. Was sich hier noch einmal zeigt, ja, es trifft jetzt nicht auf jeden zu, aber hier geht es definitiv um eine Heirat, die zum Schein geschlossen wird, ja. Also davon kannst du ausgehen. Du hier aber das auch weißt, es könnte sein, dass du hier in einer Freundschaft bist, ja, und du hier das bislang verdeckt gehalten hast, ja, aber das aufgrund dessen nicht mehr einsiehst, bekomme ich auch. Hier geht es um eine Verbindung, die zum Schein geschlossen wird, ja. Entweder erhältst du dafür Geld oder dein Gegenüber, je nachdem. Also hier geht es um eine Scheinverbindung, ja, was ich hier noch bekomme, die jetzt geschlossen wird,
Ja, aufgrund, da man hier natürlich finanzielle Sorgen hat, ich bekomme hier die Ressourcen, ja, dass man hier aufgrund, da man hier keinen Ausweg sieht, ja, hier eine Scheinverbindung eingeht. Also schau bitte einmal für dich und hier geht es ganz klar darum, dass das natürlich aufgedeckt wird. Also da gibt es gewisse Themen. Schau bitte für dich, wie du damit in Resonanz gehst, ja. Es ist eine allgemeine Legung, ich muss es hier immer und immer wieder betonen. Ja, ich wünsche dir hiermit alles, alles Liebe, für dich umarmt. Bis dahin.